ich musste zweimal drehen, vollkommen logisch. Und so, wir nehmen erstmal Cancer Parasite. Es ist auf jeden Fall, das ganze Spiel ist Cancer, jetzt schon. Holy shit. Hat das vorhin da hinten auch schon gebrannt? Keine Ahnung, wir kommen auf jeden Fall in die Telefonzelle. Eine Leiter. Ob da jemand hochgeklettert ist? Ja, weil man in der Regel bei einer Evakuierung in brennende Häuser reinklettert. Ich würde ja vermuten, dass da jemand rausgeklettert ist, aber... Wir rufen erstmal Fadi an. Ey, Vater, bist du nicht nachher Vorband? Handschuhmünze. Tu es. Ach so. Dachte, er schneidet die Leiter ab. Aber wie geil. Der Typ ist absolut mein Spirit Animal. Sieht fast wie ein Kandidat für Schläferz aus, ja, nur dass es kein Film ist. Okay, wir haben einen Handschuh. Mit dem Handschuh können wir jetzt bestimmt das Kabel da wegnehmen. Safety first. Die Leiter hält kaum zusammen. Ich kann sie mit meinem Messer abschneiden. Und dann? Ja, wir haben jetzt keine ganze Strickleiter, wir haben jetzt halt eine Sprosse. Was bringt uns das denn? Vielleicht können wir damit den Biber klatschen. Oder wir nehmen das als Maulsperre für die Pflanze. Nicht, okay. Wir können die Pflanze zukleben. Auch nicht. Geht hier mal was? Ah, dieses Spiel. Wir stricken den Biber ein. Wir kleben den Biber fest. Nee, das wäre unproduktiv. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Können wir das mit dem Taschenmesser machen? Nein. Okay, jetzt bin ich ja aber immer noch nicht wahnsinnig viel weiter, um ehrlich zu sein. Wir gehen noch mal in die Kanalisation. Da geht bestimmt was. Wir können doch jetzt... Ah, guck mal, wir können den Abwasserkanal gehen. Das wird die Lösung sein. Dann machen wir das doch mal. Mein Plan hätte wunderbar funktioniert, wenn diese dämlichen Kinder nicht gewesen wären. What the fuck? Warum fällt dir das Auto der Schweizer Garde runter? Es ist auf jeden Fall etwas Interessantes in diesem Auto. Ich muss herausfinden, wie man diesen Balken entfernt, der die Tür blockiert. Mit Kraft, lieber Freund, mit Kraft. Erstmal nehmen wir die... Das ist eine Walze. Ich habe gedacht, das ist eine Dose Bohnen oder so. Das Auto kommt wahrscheinlich von der Straße, aber... Geschlossen. Ich brauche einen Griff oder eine Art Hebel. Okay. Eine Art Walze? Nein. Weil man da auf gar keinen Fall... Weil man da auf gar keinen Fall so hochgekommen wäre. Lustigerweise konnten wir den Gullideckel von oben nur mit dem Brecheisen bewegen. Von unten können wir den aber problemlos mit der Hand verschieben. Kein Thema. Kein Thema.
Ja gut, dann gehen wir erstmal auf den Marktplatz, würde ich sagen, ne? Wir brauchen einen Namen für den Typen. Warum ist hier ein Kleeblatt drauf? Okay, das Boot ist ziemlich platt. Dieser unterirdische Durchgang ist blockiert. Vielleicht kann ich einen Weg finden, um doch hindurchzukommen. Also nicht, dass wir... Also... Aber okay. Was auch immer. Erstmal das Taschenmesser reinwerfen. Nicht. Okay. Der Kran wird nicht funktionieren, bis ich den LKW gestartet habe. Okay. Der LKW gibt keinen Ton von sich. Da ist wahrscheinlich etwas mit der Stromversorgung nicht in Ordnung. Hauptsache, wir haben einen Gummiflicken. Damit können wir bestimmt das Boot flicken. Eine Pumpe wäre hier sinnvoll. Ich kann das Boot nicht mit dem Mund aufblasen. Puh, kannst du schon. Dauert halt nur. Aber... Stromstiefen. Stromstiefen, wenn dann. Oder Stromstiefen. Stromstiefen finde ich eigentlich fast ein bisschen gut. Blitzbären geht auch. Nee, Dr. Evil nicht so. Stromstiefen ist ein bisschen weit vorne. Der erste flüchtet aus dem Chat, wenn das Spiel zu abgefuckt ist. Ach! Ich brauche eine Leiter, um dorthin zu gelangen. Warum? Hier ist eine Treppe. Du Nulpe. Ich will nicht da oben rein, ich will hier unten erstmal in die Tür gucken. Vielleicht kann ich auch einfach die Bretter wegkanten. Aber okay. Powerbauer. Wie wär's mit Knisterkarl? Er knistert ja auch so beim Laufen. Ich finde Knisterkarl auch ein bisschen gut. So, was machen wir denn jetzt eigentlich mit der Walze? Geht hier noch was? Wir haben doch hier total... Okay, Benzinkanister brauchen wir nicht. Wir könnten nochmal zu... Ladungs-Louis? Was zur Hölle? Wir walzen die Blumen platt. Nein. Wir walzen den Biber. Wir walzen hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wofür wir diese Walze brauchen, um ehrlich zu sein, aber okay. Was hat es mit den Namen auf sich? Ich suchte eigentlich nur einen Namen für den Blitzmeister Eder. Also den Typen, der hier die ganze Zeit Elektro-Dinge macht. Der Elektriker. Okay, wir haben einen Safe-Teil, aber keinen Safe. Wir haben ein unnützes Taschenmesser und wir haben eine Walze, wo niemand weiß, wofür wir die brauchen. Was machen wir damit? Sag mal, habe ich eigentlich Halluzinationen? Oder immer zwischendurch so die Einbildung, dass es hier sich zwischenzeitlich ganz kurz in ein Handsymbol umwandelt. Aber vielleicht täuscht das auch einfach.
Können wir nicht einfach gegen den Balken treten? Wäre das nicht total eine gute Lösung irgendwie? Okay, das Allzweckmesser ist also nicht für alle Zwecke geeignet. Sehr bedauerlich. Okay, wo kommen wir denn überhaupt an die Elektrizität von dem Auto? Wenn wir hier irgendwas machen müssen, so von wegen hier ist Elektro, ne? Mit der Stromversorgung nicht in Ordnung. Das schreit doch eigentlich nach Minigame. Ah, hier ist so eine Klappe, okay. Die ganz professionell mit einem kleinen Knoten gesichert ist. Weil wir die auch... Natürlich! Ich hoffe, die fehlende Batterie ist das Einzige, was mit diesem Auto nicht stimmt. Aber selbst dann muss ich erst einen Ersatz für die Batterie finden. Aber hey, wir haben eine Flex. Alles gut. Dann können wir doch die Tür hier unten jetzt einfach aufflexen, oder nicht? Unglaublich. Da können wir jetzt doch einfach so runter, ne? U-Bahn-Station. Natürlich. Die hat keinen normalen Zugang oder so. Nein, nein. Mechanica Maxilla? Was zur Hölle sind das hier für Pflanzen eigentlich? Oh, wir müssen die Weiche umstellen. Sehe ich das richtig? In dieser Konsole fehlt ein Hebel. Okay, habe ich verstanden. Können wir hier rein? In den Wagen? Nicht. Hier liegt noch was. Eine Batterie. Das war einfach. Dann gehen wir mal wieder raus und setzen diese Batterie hier ein. Stets zuerst den Pluspol anklemmen. So gelernt. Und dann starten wir das Auto. Dann fahren wir die Leiter aus. So geht es. Oh mein Gott. Gott, Captain Gustav wirft Knallerbsen. Schnell in Deckung. Was zur fickenden Hölle. Und wir haben die Flex nicht mehr. Was? Der Doktor hat eine Maschine gebaut, mit der man alles kostenlos kriegt? Die Zweige sind zu stabil. Vielleicht hilft mir hier ein starkes Unkrautvernichtungsmittel weiter. Nur wo finde ich welches? Wir hatten eine scheiß Motorsäge! Sie... Ah! Heiliger Bimbermisser. Was soll denn das? In der Tasche hätte was Sinnvolles drin sein können. Liegt hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Okay. Der Bürgermeister war sehr aktiv bei der Förderung neuer Technologien von Professor Gustav, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Uha. Ich finde, wir könnten hier locker nochmal nach rechts gucken, oder? Aber es geht nicht. Wir können da nicht lang. Da liegt noch was. Ha! Die Tasche steckt zwischen den Schienen fest. Aufmachen könnte man sie trotzdem. Aber okay. Ich glaube, ich weiß, wofür wir den Knopf brauchen. Aber okay, da brauchen wir einen Hebel für. Ich glaube, ich weiß, wofür wir den Knopf brauchen. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Oh Gott, was tue ich hier? Hier. Hier.
Hier. Na, der muss doch garantiert hier hin, oder? Nicht? Skandal. Ja gut, dann brauchen wir den Knopf nicht dafür. Also hier geht definitiv nichts mehr, ne, in dem Bild, würde ich sagen. Brauchten wir hier? Griff oder Hebel? Okay. Ja, Telefonzelle ist durch. In der Telefonzelle geht nichts mehr. Ah, ich kann dem Biber die Walze nicht geben. Okay, können wir das Auto erstmal wieder ausstellen? Nicht, dass dann hier irgendwie... Lass den Biber mit dem Knopf spielen. Also nicht, dass das irgendeinen Sinn ergebe, aber probieren können wir es ja mal. Aber der hat prinzipiell Hunger, also... Und die Lösung wird einfach dafür sein, dass wir ihm ein Stück Holz geben, weil Biber ja auch Holz essen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen. Lock den Biber mit irgendwas an, lass ihn die Pflanze wegknabbern. Das ist gar nicht blöd. Aber das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Okay, für was brauchen wir diesen Knopf? Nicht für die Pflanze. Wenn man jetzt die Strickleiter noch hätte, wofür brauche ich die Strickleiter? Ach Quatsch, nicht in die Wäsche rein. Da wollte ich hin. Das ist der Notknopf zum Spiel ausschalten. Ich glaube auch. Das hier... Nee, okay. Also ich dachte, ich probiere es mal. Man weiß ja nie, aber... Okay, also irgendwo liegt wahrscheinlich noch was, was ich bislang nicht aufgesammelt habe, weil es nicht so offensichtlich war. Hattest du eben schon bei der Vase am Fenster ein Lupenzeichen? Keine Ahnung. So. Vase am Fenster, das war in der allerersten Szene, ne? Also in dem Haus. Nicht hier. Ist kein Lupenzeichen. Hier ist nix. Wünschte, da wäre was, aber nein. Vielleicht ist der Knopf ein Schlüssel für das Ding rechts hinten in der Wäscherei. Möglich. Nein. Nein, 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 nein.